Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen. Und heute soll es in diesem Let's Info um die Spieleumfrage gehen, die ich eröffnet habe, bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Und ich bin gestern Abend nach Hause gekommen und habe mir eure Antworten angeschaut und um die soll es jetzt gehen. Hier seht ihr einmal eine Übersicht über eure Stimmen. Und da fällt natürlich auf, dass ein Spiel ganz weit vorne ist. Und zwar Gilde 2, danach kommen die Indie-Spiele und dann wird das Feld schon dichter mit Skyrim, The Forest, Bioshock, Planescape Torment und dergleichen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass mir gestern Abend aufgefallen ist, dass Google in der Hinsicht scheiße ist, denn Google kontrolliert weder die IP noch den Account noch irgendetwas, wenn man hier eine Stimme abgibt. Man kann diese Umfrage also so oft machen, wie man möchte, man kann so oft voten, wie man lustig ist, und das hat scheinbar jemand getan. Ich wusste es nicht, ich hätte gedacht, dass gerade Google irgendeine Art von Kontrolle einbaut. Ich habe nämlich eine Übersicht mit der Uhrzeit, dem Datum und der Stimme, die gegeben wurde. Und da sieht man hier am 26. um 17.15 Uhr gibt es jemanden, der dort Gilde 2 mehrfach hintereinander gewotet hat. Und selbst wenn ich die ersten beiden sogar noch als vielleicht zwei unterschiedliche Personen werten würde, sind es danach 6 Stimmen von Gilde 2, die wir rausrechnen wollen. Ansonsten habe ich geguckt und sehe keine so auffälligen Sachen, also wo ich jetzt sofort sagen könnte, ey, das ist definitiv was, der Rest sieht wirklich ganz normal aus. Und wenn wir bei Gilde 2 also 6 Stimmen wegrechnen, hat Gilde 2 dementsprechend in Anführungszeichen nur noch 5 Stimmen. Somit ist auf Platz 1 jetzt die Indie-Spiele-Reihe. Indie-Spiele wollt ihr ganz, ganz viel oder wollen ganz, ganz viel sehen und es gibt auch sehr, sehr viele gute Indie-Spiele. Das werde ich dementsprechend auch tun, da werde ich vermutlich heute noch mich ransetzen. Und dann auf Platz 2 sitzt plötzlich Skyrim. Also sonstige sind zwar jetzt 8 Stimmen, sind aber verschiedene Sachen, sodass man da das nicht als 1 sehen kann. Skyrim auf Platz 2, für mich persönlich unerwartet, aber okay, gerne, ist ein fantastisches Spiel. Dazu muss ich aber euch noch eine Frage stellen, denn wie wollt ihr Skyrim sehen? Skyrim ist ein Spiel, was ohne Probleme endlos spielbar ist, 300 Stunden und mehr, weil es ja eine unendlich große, nicht unendlich, aber eine riesige Welt ist mit endlosen Nebenquests, mit ultra viel zu entdecken, viel zu machen, viel zu bekämpfen und weiß ich nicht. Und ich persönlich spiele auch genauso. Also ich habe dieses Spiel noch nie zu Ende gespielt. Ich habe noch keines der Elder Scrolls-Teile zu Ende gespielt, weil ich mich irgendwann in der Welt und in den Nebenquests und im Sammeln einfach irgendwann verlaufen habe sozusagen und einfach damit Spaß hatte, dass ich durch die Welt gelaufen bin und Blümchen gesammelt habe, Alchemie gemacht habe, irgendwelche Burgen und Städte befreit habe und bekämpft habe und weiß ich nicht und die Hauptquests irgendwann vernachlässigt habe. So, jetzt die Frage, wie wollt ihr Skyrim sehen? Wollt ihr, dass ich so spiele, wie ich spiele und auch alles aufnehme und dementsprechend einen schier endlos Let's Play daraus mache? Dann, vielleicht wäre es ganz cool, wenn ihr den ein oder anderen Themenvorschlag für irgendetwas machen könntet, was ich dabei erzählen soll. Weil wenn ich da ewig durch die Pampa laufe, brauche ich auch irgendwas zum Erzählen. Ja, oder was man auch machen könnte, dass man das nur als Hauptquest, dass man nur die Hauptquest aufnimmt. Ich spiele ganz normal für mich und nehme aber nur auf, wenn ich die Hauptquest spiele. So könnt ihr die Hauptquest sehen, wie ich spiele, aber ich kann ohne Probleme auch noch Nebenquests machen und die Welt erkunden und hast du nicht gesehen und mich auch ein bisschen leveln. Oder wollt ihr das mehr so als Walkthrough aus allen, also dass ich alle Sachen mache und auch aufnehme, aber immer so in Komplexen. Also dass ich sage, jetzt machen wir nur die Bruderschaft-Quests und die nehme ich auf. Und dann kommen halt nur Folgen mit den Bruderschaft-Quests. Und dann machen wir die Magier-Quest und dann die Hauptquest wieder 3 Stück. Und dann kommt wieder der Teil der Quest. Und dass ich zwar alles mache und aber die großen Questreihen am Stück aufnehme, beziehungsweise am Stück rausbringe und alles, was so Nebenquests heißt und grinden und erkunden und hast du nicht gesehen, mache ich dann eher offscreen für mich. Oder ihr habt noch eigene Vorschläge. Ja, wie auch immer. Da müsste ich wissen, wie ihr das gehen sehen wollt, bevor ich damit anfangen kann. Also das sind die beiden Spiele, die auf Platz 1 und 2 sind. Indie-Spiele werden dementsprechend als nächstes kommen. Skyrim dann, wenn ich weiß, was ihr gern sehen möchtet. Dann auf Platz 3 kommt Gilde 2 und The Forest. Gilde 2 muss ich ein paar Leute mal anschreiben. Gucken, wer alles mitmacht. Und The Forest, ja, kann ich machen. Ich persönlich muss sagen, als ich es gekauft habe, war ich davon nicht sonderlich begeistert, aber es gab jetzt wieder einiges an Updates, die ich noch nicht gesehen habe. Kann also sein, dass da richtig guter Content noch gekommen ist.
Da müsste man dann schauen, ob ich das als Hardcore-Let's Play mache, also ich spiele, bis ich sterbe und dann ist das Projekt vorbei oder ich mache danach weiter, aber das kann man auch noch währenddessen entscheiden und dergleichen. Und dann gucken wir uns noch kurz einmal an, was bei Sonstiges gefragt wurde. Da habe ich nämlich ja hier in der Übersicht auch diese Informationen und da gab es die ein oder andere Stimme für alte Spiele, also Planescape Torment habe ich ja selbst hier drinne gehabt, aber wurde auch gewünscht. Alte Adventures, Monkey Island, Day of the Tentacle, Dungeon Keeper 1 und 2, Dungeon Master 1 und 2. Ja, das Problem bei den alten Adventures ist einfach die Kompatibilität und Stabilität. Also Monkey Island habe ich auf Steam, das läuft, das ist stabil, das geht. Aber Dungeon Keeper 1 und 2 zum Beispiel weiß ich, dass es nicht stabil läuft. Es funktioniert einfach nicht. Ich wollte nämlich mit Lily Oriana LP eigentlich mal einen Dungeon Keeper 2 Versus machen. Aber zum einen hat sie jetzt ja gar keine Zeit mehr, wie ihr vielleicht gesehen habt, wenn ihr ihren Kanal verfolgt. Auf der anderen Seite, es läuft einfach nicht stabil. Wir haben es nicht hinbekommen, und das ist ein bekanntes Problem, auch bei Good Old Games. Es stürzt einfach ohne Begründung, ohne Muster, ohne erkennbaren Grund nach 5 oder 30 Minuten oder 20 Minuten oder nach einer Minute ab. Schade. Dann League of Legends wurde sich auch gewünscht. Ich habe, glaube ich, einmal League of Legends gespielt. Dota 2 habe ich ein paar Mal gespielt. Kann ich gerne auch mal irgendwann wieder machen. Klar, da wird sich Leo freuen, der spielt das ja auch ab und an. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen durch Smite versaut, muss ich da sagen. Ich finde diese Top-Down-Ansicht nicht so schön. Da bin ich eher für dieses Third-Person von Smite mit WASD-Steuerung und so. Aber klar, das Spiel ist groß, das hat eine extrem große Community, es ist schon lange auf dem Markt und hat auch sich seinen Platz mehr als würdig erkämpft und berechtigt erkämpft. Und da kann man, glaube ich, auch mal wieder was von machen. Das stimmt schon. Ja, so, das ist nochmal eine kurze Übersicht über eure Stimmen, über das, was jetzt in den 2 Wochen so an Meinungen gekommen ist. Was heißt das jetzt nochmal zusammengefasst? Was ich rausnehme, sind 2 Spiele, die ich jetzt spielen werde. Erstmal, also 2 Stimmen, und zwar sind das die Indie-Spiele und Skyrim, wenn ich weiß, wie ihr das gerne sehen möchtet. Schreibt es in die Kommentare. Was danach kommt, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich habe ja nicht so viel Zeit, dass ich jetzt alles machen könnte. Das gucken wir dann. Dazu nehme ich gleich auch eine Frage noch an euch. Vielleicht hat einer eine Idee oder er weiß es. Kennt einer von euch eine Möglichkeit, eine derartige Umfrage zu machen, die mehr oder minder sicher ist, um gegen solche Mehrfachvotes irgendwie anzugehen? Denn Google ist da scheiße in der Hinsicht. Und ich kann das leider halt einfach so nicht nehmen, denn ihr seht, es lässt sich leicht verfälschen. Vielleicht kennt ihr da etwas, dass ich das auch lange nutzen kann, länger laufen kann und mich immer wieder daran orientieren kann. Also so wie jetzt, dass ich diese beiden Spiele nehme und dann kann ich, wenn die vorbei sind, kann ich dann gucken, was habt ihr denn danach sehen wollen. Und dann nehme ich das wieder und danach und danach. Und das hätte ich halt schon gerne, was man vielleicht auch immer mal ein bisschen erweitern könnte oder wie auch immer. Könnt ihr, wenn ihr was wisst, mir in die Kommentare schreiben. Ansonsten, es ist noch ein weiteres Projekt in Let's Play Together geplant. Mal gucken, wie weit sich das entwickelt. Dazu sage ich noch nichts weiter. Und dann vielen Dank für eure Stimmen schon mal bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Meinungen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss.